Zuletzt hatten wir ja ziemlich ordentliche Konjunkturdaten, zumindest aus den USA, aber heute eine ziemlich dicke Warnung vor einer Rezession durch den vielbeachteten ISM-Index. Gewerbe, der so schwach war wie schon seit 3 Jahren nicht mehr, und vor allem alle Komponenten in der Schrumpfung, also alle Komponenten unter 50. Und das hat uns etwas zu sagen, zumal das korrespondiert mit Daten aus der anderen Welt, aus Asien, aus der Eurozone. Und normalerweise ist die Industrie, ist das verarbeitende Gewerbe ein Frühindikator. Wenn es der Industrie schlecht geht, dann wird früher oder später auch der Dienstleistungssektor davon in Mitleidenschaft gezogen. Heute an der Wall Street natürlich relativ dünn. Morgen Feiertag, heute verkürzter Handel. Aber der ISM-Index, den sehen wir hier mit 46,0, damit 8 Monate in Folge in der Schrumpfung. Und Williamson von S&P Global, die die Daten erheben, die sagen, also der Ausblick hat sich weiter eingetrübt und das erhöht die Wahrscheinlichkeit massiv, dass wir bereits in der zweiten Jahreshälfte schon eine Rezession sehen. Gucken wir uns mal hier die einzelnen Komponenten an, und dann erstmals seit Corona sind alle einzelnen Komponenten, und da gibt es ja einige davon, in der Schrumpfung, liegen also unter 50. Das ist kein wirklich gutes Omen für die Wirtschaft der USA, und wir haben ja so verschiedene Erzählungen innerhalb der USA oder verschiedene Sektoren. Wir haben zum Beispiel den Bereich Housing, der ziemlich gut gelaufen ist, weil viele sagen, naja, okay, ich baue gleich ein neues Haus, ein bestehendes Haus kriege ich nicht, da gibt es kein Angebot, weil diejenigen, die bereits Kredite haben, sich sagen, naja, ich kann doch jetzt nicht mein Haus verkaufen und ein anderes Haus kaufen wegen den hohen Zinsen. Ich habe noch damals günstig finanziert, dementsprechend auch Construction relativ gut, auch der Dienstleistungssektor noch relativ gut, der Arbeitsmarkt noch relativ gut, was aber schon schlecht ist, ist eben Manufacturing, Industrie, Rohstoffe, die zeigen, dass die Sache nicht gut läuft. Shipping, Trucking, Retail, Goods, also alles, was letztendlich mit Dingen zu tun hat, die man auch anfassen kann. Wir haben ja jetzt diese Rallye gesehen oder diese weiteren Anstiege an den US-Aktienmärkten, weil eben die Wirtschaftsdaten besser schienen, dabei allerdings eine etwas seltsame Aufwärtsrevision des US-BIP. Da ist plötzlich magischerweise sind die Exportdaten so stark nach oben revidiert worden, dass dann die Wirtschaft plötzlich besser dastand. Weiß man nicht, was da dran ist, aber auf jeden Fall sehen wir in solchen harten Daten wie dem ISM, dass die Dinge offenkundig schwierig werden. Aber auch in der Eurozone. Hier sehen wir mal die Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone, auch unter 50, also klare Schrumpfung. 43,4, das ist also eine noch tiefere Rezession. Wir sehen Italien etwa mit Manufacturing, der schlechteste Wert seit Corona. Und so sehen wir auch in Asien die Dinge sich vor allem durch die Schwäche der chinesischen Wirtschaft deutlich eintrüben. Wenn man sich etwa mal anguckt, Vietnam, Philippinen, Länder, die auch im Elektronikbereich wie Vietnam sehr, sehr stark sind, Südkorea, auch Japan mit Schwäche. Also das ist schon ein Bild, das es sich durchzieht, und das liegt eben auch an China, aber es liegt eben auch an der Schwäche in der Eurozone. Übrigens, China hat jetzt offenkundig 2 zentrale Metalle, nämlich Gallium und Germanium, vom Export verbannt. Diese sind gerne genutzt in Chips. Das hat heute so kurz mal eine Reaktion an den Märkten hervorgerufen, die ansonsten relativ ruhig sind, wie gesagt. Dazu jetzt noch in Sachen Konjunktur, Maschinenbau in Deutschland mit einem Absturz von über 18%. Vor allem die Auslandsnachfrage miserabel. In Deutschland die Nachfrage gestiegen. Warum? Weil wenige Großaufträge das Ganze ein bisschen aufgehübscht haben. Aber das verarbeitende Gewerbe, heute hatten wir die 2. Veröffentlichung der Einkaufsmanager Indizes verarbeitendes Gewerbe, ist nochmal nach unten revidiert worden von schon sehr, sehr schwachen 41,0 auf jetzt 40,6. Nur in Corona und kurz nach der Finanzkrise hatten wir schwächere Daten. Und wenn man jetzt sagt, naja, was geht das die Märkte an, dann könnte man sich diese Grafik mal anschauen. Hier sehen wir mal den ISM-Index in den USA und vergleichen das mit dem Nasdaq 100. Und dann sehen wir hier eine gewisse Parallelität. Aber der Nasdaq ist gestiegen, der ISM steigt, fällt seit acht Monaten genauer gesagt, deutlich nach unten. Und wir hatten von 13 Vorkommen, wo wir mindestens 8 Monate im negativen Terrain waren, beim ISM nur 3-mal, dass wir nicht ein Jahr vor oder ein Jahr nach einer Rezession waren. Also das deutet schon darauf hin, dass die Sachen hier schwieriger werden könnten. Aber nach wie vor dominiert der Optimismus an den Aktienmärkten, etwa von Fundstrat. Hier diesen dauerbullischen Haus, die sagen, also
Die Inflation wird schneller fallen und die Wirtschaft wird besser sich entwickeln, wird sogar expandieren weiterhin. Und man erwartet deswegen ein Kursziel von 4.825 Punkten im S&P 500 in der zweiten Hälfte. Möglich ist es, aber die Anleihenmärkte schreien, nein, das wird nicht passieren. Die Anleihenmärkte sagen fette Rezession voraus. Wir sehen heute die Yield Curve, die Zinskurve in den USA, 2- und 10-jährige US-Staatsanleihen mit 110,8 oder genauer gesagt mit minus 110,8 Basispunkten, also 1,18%, ist diese Zinskurve invertiert, negativ invertiert. Das ist eigentlich schon so krass, dass es noch nie vorgekommen ist seit dem Jahr 1981. Und Zinskurven sind normal relativ gute Prognostiker. Aber schauen wir uns mal hier die Stimmung am Tech-Sektor an. Wir haben vorhin diese Grafik gesehen. Nasdaq mit dem ISM-Index relativ parallel. Jetzt hat sich der Nasdaq komplett entkoppelt. Und die Stimmung ist extrem gut. In Relation zum S&P 500 sind wir so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr. Wir sehen, wie dieser Chart hier nach oben rausgeht. Das vor allem wegen diesen 7 Aktien, die die Rallye getrieben haben, wegen KI. Jetzt haben wir heute diese Nachricht aus China. Könnte schwieriger werden mit dem Bau von Chips, weil die Chinesen jetzt ein bisschen zurückschlagen. Und wenn wir heute uns die Aktienmärkte mal anschauen in den USA, sehen wir eine Apple im Minus, weil Vision Pro, diese Smart-Brille sozusagen, wohl nicht der große Kassenschlager wird. Wir sehen Microsoft im Minus. Wir sehen vor allem Tesla im Plus, zwischenzeitlich 7% im Plus, weil die Auslieferungszahlen besser waren als erwartet. Elon Musk verzichtet auf Marge, senkt die Preise. Jetzt hat man gleich nochmal eine Preissenkung verkündet, versucht also Marktanteile zu gewinnen. Wir sehen Energie positiv, dazu gleich mehr. Aber die Stimmung an den Aktienmärkten jetzt 84 für den Greed Index, extreme Gier, es kann nur besser werden. Aber vielleicht hat dieser Mann recht, das ist Jeremy Grantham, der sagt, naja, also gucken wir uns mal die teuersten Sektoren an, dann sind das auch die teuersten Aktien, nämlich diese KI-Aktien, diese Tech-Aktien. Und er sieht dabei eine wunderbare Möglichkeit jetzt eher auf Value zu setzen, eben als auf Tech. Ich denke auch, dass das vielleicht die bessere Idee sein könnte. Und in Sachen Energie hatte ich vorhin angekündigt, Russland hat jetzt angekündigt, seine Ölexporte zu reduzieren. Wir sehen auch, dass der Preis für Öl ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber warum haben wir jetzt schon so viele Ölkürzungen gesehen durch OPEC Plus? Und dennoch ist der Ölpreis nicht weit vom Jahrestief entfernt. Das liegt an den Zinsen. Diese Zinsen machen Investitionen teurer. Also investiert man nur, wenn sich das wirklich lohnt, wenn die Margen das hergeben durch diese Produktion. Dementsprechend wird weniger investiert und weniger Öl nachgefragt. Da sehen wir möglicherweise diese kommende Rezession bereits in den Zahlen. Und kommen wir nach Deutschland. Hier haben wir jetzt seit Abschaltung der Atomkraftwerke an 82 Tagen und an 82% der Tage Strom importiert aus dem Ausland. Vorher waren es nur 22 Tage. Das ist reiner Zufall, meine Damen und Herren. Und es ist auch reiner Zufall, dass der Strompreis jetzt am Wochenende negativ war in Deutschland. Warum? Weil eben Solar und Wind so viel produziert haben, was ja an sich eine gute Nachricht ist. Nur das Problem, man kann es nicht speichern. Und dadurch, weil man es nicht speichern kann, muss das irgendwo hin, muss der Strom irgendwo hin. Also zahlen diejenigen, die diesen Strom produzieren, sogar den Abnehmern Geld, wenn sie den Strom nehmen. Das zeigt, wie die Energiewende letztendlich scheitert. Solange wir diese Speichermöglichkeiten nicht haben, ist es im Prinzip eine Schnapsidee, nur auf Solar und Wind zu setzen, auch wenn das natürlich schick ist in Sachen CO2. Aber es bringt halt nichts, weil es eben die Versorgung nicht gewährleistet. Und das wiederum hat ja dazu geführt, dass die Energiepreise in Deutschland, die Strompreise so hoch sind. Das wiederum ist die Ursache dafür, dass die deutsche Industrie so schlecht dasteht, aber nicht nur die Industrie, sondern durch die Anhebung der Zinsen eben jetzt auch die Wohnungswirtschaft. Und das ist wirklich so, wie hier das Handelsblatt berichtet, bezahlbares Wohnen oder Bauen ist wirtschaftlich nicht mehr machbar. Das heißt, man kann keinen bezahlbaren Wohnraum durch Neubau mehr wirklich gewährleisten als Bauträger. Durch verschiedene ESG-Vorschriften muss das, muss hier, muss das.
Das Ganze ist immens teuer. Das führt zu sozialen Konflikten früher oder später. Und in diese Situation hinein, Immobilienmarkt schwach, Industriebereich schwach, will die EZB weiter die Zinsen anheben. Bei den Zinsen habe man, so heute Bundesbankchef Nagel, noch eine Wegstrecke zurückzulegen. Dabei sehen wir, wie stark die Wirtschaft schon nach unten geht. Und die EZB macht hier wahrscheinlich den nächsten Fehler. Sie hat die Inflation super lange ignoriert, musste dann sozusagen auf die Notbremse treten und ist jetzt so in diesem Mantra gefangen, wir müssen die Inflation bekämpfen, die wahrscheinlich in der Eurozone zumindest bald ziemlich stark nach unten kommen wird. Wir sehen das in den Erzeugerpreisen, wir sehen die Geldmenge schrumpfen, dass man sich jetzt so ein bisschen festgefahren hat und die Abwärtsdynamik noch verstärken wird. Das ist die erste Artikelempfehlung über die EZB. Die zweite ist, schauen Sie sich mal die Zahlen aus dem Maschinenbau an. Das sind gut bezahlte Jobs, die unseren Sozialstaat auch mit garantieren. Katastrophaler Absturz, zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, haben sich die europäischen Aktien von den Makrodaten entkoppelt? Ich würde sagen, ja, aber nicht so stark wie die der amerikanischen Börse, denn dort sind die Bewertungen gerade im Tech-Bereich so absurd inzwischen, dass das ein höheres Fallpotenzial haben wird. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt wunderbaren Feierabend. Servus, ciao.